Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Prison Architect in der Alpha 27. Wir gehen direkt auf Play. Hatten ja letztes Mal hier eine hohe Gefahrenstufe, was uns nicht so gefallen hat, aber das ist durch die Razzia, schätze ich mal. Weil die jetzt ja natürlich ihre Bedürfnisse nicht so befriedigen können, aber das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Deswegen macht uns das gar nichts. Würde ich einfach mal behaupten. Bis jetzt. Bis sie durchdrehen wahrscheinlich. Na? Okay, wir können die hier eigentlich auch noch eine Personaltür reinmachen, weil sonst brauche die immer jemand, wo da die Tür aufschließt. Das ist ja Blödsinn. Jetzt steht er trotzdem vor der Tür, oder was? Und wo ist schon wieder? Schon wieder irgendwo Ärger. Was soll das? Gut, haben wir hier. So. Da können jetzt auch Leute rein langsam. So. Strom liegt hier auch noch nicht überall. Das sind nur kleine Teile. Das muss jetzt aber reichen, hoffe ich. Wie sieht eigentlich unsere Stromversorgung aus? Ja, auch noch ganz gut. Oh. Ne, Stationierung war das Logistik. Ihr geht da, esse ihr. Genau, ihr könnt genau so wollen wir das haben. Finde ich gut. So. Ah, da liegt noch ein Verletzter rum. Warum kümmert sich da keiner? Geh mal da hoch. Brauchen einen Arzt, also nur er hier. Aber langsam macht mir das hier doch Sorge. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Wir schauen mal auf die Bedürfnisse. Eieieiei. Das sieht nicht so gut aus. Wann gibt's Essen? Ja, ich höre schon wieder Ärger irgendwo. Es gibt gleich Essen auf jeden Fall. Okay. Zwei sind schon durchgedreht. Und da auch. Okay, aber unsere Wache tut es relativ schnell regeln alles. Okay, jetzt gibt's gleich Essen. Vielleicht beruhigt sich's dann ein bisschen. Hoffe ich doch mal. Habe ich hier unten nicht? Okay, da kommt gerade jemand. Haben wir zu wenig Hunde? Ja, müssen wir noch ein paar einstellen. Wir machen ja gerade genug Gewinn. Das ist dann nicht das Problem. Dann stellen wir nochmal 10 Stück ein. So. Jetzt ist immer genug Hunde, aber. Ja, Gefahr geht runter. Schauen wir Bedürfnisse an. Ja, Essen geht weg. Schlafen wollen sie noch, können sie ja gleich. Wird auch schon jemand essen hier drüber? Ne, noch nicht, weil hier oben noch niemand drin ist, genau. Wir können aber unser Gefängnis wieder öffnen. Wie viel kommen wir denn? 26 neue, okay. Kriegen wir aber locker unter, also von dem her passt das. Ich würde sagen, hier unten, das bauen wir auch mal fertig. So. Schon wieder falsch geplant, natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Aber nicht so schlimm. So. Okay. Achso, haben wir hier schon die Rohre gelegt? Versorgung? Nein, hatten wir nicht. War mal letztes Mal zu faul, anscheinend. Aber auch dieses Problem lösen wir ganz einfach. So. Es läuft ja doch richtig gut. Gefahrenstufe ist gar nichts mehr. Was ist denn jetzt los? Sie können jetzt alle schlafen. Da braucht jemand ärztliche Unterstützung. Leute, geht ihr mal bitte hier hin.
viele da in einer Zelle, okay, das ist unglaublich. Aber okay. Genau, mach mal auf, dass die sich hier kümmern kann. Hier auch. Noch zwei brauchen einen Arzt. Jetzt noch einer. Wo ist der? Ja. Er wird schon noch. Er wird dann schon noch ausfindig machen. Hoffe ich mal. So. Ja, du kannst auch raus. Also 26 neue Gefangene ist schon eine Nummer. Müssen wir gleich schauen. Ob das dann alles klappt, natürlich. So, du kannst raus. So. Da wird schon wieder schön gekocht. Bin ich mal gespannt, wie viele Gefährliche dann dabei sind. Dum, dum, dum. So, da. So, die kommt hier hin. Das ist gut. Und machen wir doch gleich noch ein paar Zelle. Es läuft gerade so gut. Können wir das doch machen. Aber man sieht, von unserer über eine Million, wo wir hatten, ist jetzt nicht mehr ganz so viel übrig, ne? Aber noch genügend. Nein, so wollte ich das nicht. Ich wollte es so. Nee, halt. Machen wir es doch so. Ich weiß, ich kann mich nicht entscheiden. Sorry. So, jetzt aber. So. So. Und auch das, also kann ich noch nicht, weil sie erst bauen müssen. Und wir brauchen wieder unsere Rohre. Moment mal. Hier noch eine Verbindung. Wird am einfachsten sein. So. Und dann so. Hier runter. Hier rüber. Und so. Dann schon aber wieder mehr Platz. Dasselbe können wir hier dann auch nochmal machen. Da hätten wir schon zwei Zellenblöcke eigentlich fertig. Hier machen wir noch einen Hof hin, nachher, so wie hier, schätze ich mal. So. Scheint alle auch gut zu gehen. Wir schauen nochmal auf die Bedürfnisse. Ja, Training und so. Ja, das können sie ja alles machen. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt kommen wir gleich unsere neuen Freunde. Da sind sie immer noch so extrem aufeinander. Arzt, ich hab's gesehen, wo der ist. Der ist da. Hier. Geh mal dahin. So, sind jetzt alle. Jetzt machen wir mal einen Stopp hier. Und da ist Essen dabei. Okay, auch nicht schlecht. So, extrem C. Mhm. C. Dun, dun. Okay, erste Waage ist okay. Es sind 10 Gefangene, aber keine tödlichen oder legendären sogar. Und dann, da dann. Auch 10. Nichts. Aha. Also wir haben wieder mal Glück mit legendären. Aber der auch nichts, okay. Ich weiß nicht, warum manche anders angezogen sind, wenn sie angeliefert werden. Also, wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. So, kommen hier noch welche? Nochmal 3. Okay, die müssen wir uns natürlich auch noch anschauen. Dass uns keiner hier durchflutscht und uns dann alle andere wegmacht. Okay, gut. So. Und wie viele Besucher hier kommen? Unglaublich. So. Ja, gut, dass wir letztes Mal Besuchertische gebaut haben. Ich würde sagen, da brauchen wir noch ein paar. Brauchen wir erstmal eine Mauer wieder. So. So. Und bauen wir doch. Oh, Autosave. Ich denke immer, das Spiel stürzt ab. Das Autosave. Ich würde sagen, wir können hier ja auch noch bauen. Ne, so rum ist besser. Ne, so rum ist besser. So.
So, machen wir wieder einige Besuchertische mehr. Und schon Droge gefunden, bestimmt bei einem neuen. Naja. So, unsere Wachen haben jetzt extrem viel zu tun. Wir stellen mal nochmal 6 Stück ein. Es werde ja auch immer mehr. Ah, da oben habe ich vergessen. Eine Patrouille zu machen. Hier muss auch einer laufen, genau so. Sorry. So, ja, nochmal 24 kriegen wir unter auf jeden Fall. Wenn ihr mal hier die Mauer bauen würdet, hier unten, dann wäre das sehr gut. Dann könnte ich nämlich sagen, dass das auch, ja, danke. Jetzt kann ich nämlich sagen, das ist auch Hochsicherheit. Gelände ist so. Na? Was hast du vor? Hat sich gerade angehört, wie einer auf der elektrischen Stuhl kommen wäre. Ist noch gar nicht drin. Also, man kann ihn bauen, aber scheint aktiv. Was machst du hier unten? Warum bist du. Aber wenn man das wieder wegmacht. Hier, so. Hast du nichts zu suchen? Aber es läuft alles so schön rund und ruhig eigentlich im Großen und Ganzen. Wertung haben wir noch nicht. 0 Gefangene wurden entlassen bis jetzt, ja. Das ist halt das, weil wir nur Hochsicherheitsgefangene haben hier. 25 Jahre, 40 Jahre. 49, 53, oh. Oh ja. 19, ja, das ist schon das. Aber macht ja nichts. So, ich würde mal sagen, unser Informanten, wer seid ihr alle? Ach du, dich nehmen wir doch jetzt gerade mal mit. So. Hat hier noch einer Lust von euch? So, ihr sitzt so lange da drin. Da ist doch ein potenzieller. Rekrutieren. Finde ich gut. So. Jetzt schauen wir mal, ob jemand hier wieder viele Sachen irgendwo gebunkert hat. Oh, oh, oh. Diese Zellen wieder. Oh, habt ihr das gesehen? Das finde ich gar nicht gut, dass ein Tödlicher sowas hat. Der wird sofort durchsucht. Und warum ist der eigentlich nicht extrem gefährlich? Ach, es war nur Zigarette. Okay. Oh, und da ist der nächste. Ja. Wird auch durchsucht. So, aber jetzt müssen wir den wieder deaktivieren, weil da jetzt schon ein hoher Verdacht. Ich hoffe, der überlebt. Ich hoffe, er überlebt es. So. Darfst du wieder raus, ja? Sollte man jetzt vielleicht mal ein bisschen im Blick behalten. Er ist es nicht, er ist es nicht, er ist es nicht. Also bis jetzt passiert nichts. Naja. Im Frieden sollte man nie trauen, ne? Da stehen ja immer noch Leute draußen. Ja, 26 ist schon eine Hausnummer, ne? Dass hier alle einzeln reingeholt werden. Naja. Komm, wir bauen noch ein paar Zellen. Oder? Ich denke ja. Klonen.
da hier. So. So. Eine Tür, bitte. So. Und dann wieder hier die Zelle. So. So, Wasserrohr. Unser Wasserrohr wird wieder hiervon abgezapft. Könnte es. Ist ja auch cool. Ja, aber eine Wasserpumpe ist auf mehr wie Strom, aber dass man trotzdem nur eine braucht und die gar nichts verbraucht irgendwie. Wo haben wir die überhaupt? Ach da. Naja. So. Es läuft. Und die müssen jetzt von hier rein. Weil ich es nicht geblickt habe, da drüber eine Tür reinzubauen, oder wie? Die Hälfte. Hier kommt auch eine Tür, danke. Jetzt ist Schlafenszeit für die und die Tür für Esse hier. Eigentlich. Das sollte man mal aufmachen, ne? Hier sollte eigentlich ein Guard drin sein. Warum ist hier keiner drin? Das finde ich nicht gut jetzt. Hat sich wieder keiner drin. Das ist nicht schön, Leute. Finde ich nicht gut. Aber wir schauen nochmal. Sind jetzt alle in ihren Betten oder eingelagert hier in der Immanat? Ach, was ist denn hier los? Brauchen wir noch mehr Waffe? Wollen wir nochmal 10? Vielleicht hilft das dann. Ja, okay, gut. Damit hat er die auch weggeschafft. Und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Bis dann, haut rein. Ciao.